Jo, hi und moin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich will euch heute zeigen, wie man ein bisschen mit Wasser hier umgehen kann bei Cities 2. Denn das ist ja so eine Sache. Alle, die schon mal versucht haben, einen Fluss zu legen oder was auch immer, werden daran verzweifelt sein. Wahrscheinlich. Ähnlich wie ich. Ich habe aber ein, zwei Tricks gefunden, wie man das zumindest ein bisschen nach seinen Wünschen gestalten kann. Und das zeige ich euch heute mal. Wir ignorieren geflissentlich, dass hier überall Wasser durchscheint. Ich weiß nicht, ob das noch weggehen würde oder nicht. Da gucken wir mal drüber weg. Das hatte ich so auch noch nicht. Das scheint ein Bug zu sein. Und zwar habe ich einen Spielstand, bei dem mir irgendwann aufgefallen ist, als ich hier so die ganze Sache gebaut hatte und bis hierhin gebaut habe, dass hier ja ein Flussdelta schon angelegt ist. Wie ich das dann umgesetzt habe und mit welchen Schwierigkeiten ich da zu kämpfen hatte, zeige ich euch jetzt. Vor allem aber möchte ich einen expliziten Trick zeigen, der mir aufgefallen ist. Wenn ihr da hinspringen wollt direkt, dann schaut kurz in der Beschreibung, wo das ist, wo ich dann diesen Trick zeige, oder schaut hier gleich in die Kapitelbeschreibung, da wird es auch stehen. Das erste, was wir natürlich schaffen müssen, ist, hier Wasser reinzubekommen. Das geht, soweit physikalisch noch nachvollziehbar, indem wir diesen Bereich unter die Flusshöhe bringen. Und das ziehen wir jetzt mal hierher. Und da sehen wir schon, das ist unter dem Wasser. Und jetzt wird es hier reinfließen. Wir schauen uns jetzt einen Trick an, wie man den ganzen Prozess hier beschleunigen kann. Denn wenn wir jetzt anschauen, wie lange das dauert, bis das sich hier füllt, und wir wollen ja bis hier runterkommen, das dauert lang. Es gibt aber einen Trick, der aus irgendeinem Grund funktioniert. Ich weiß nicht warum. Aber nehmen wir an, wir wollen jetzt hier eine Kaskade machen, wir können das später auch wieder rückgängig machen, aber wir wollen hier einen kleinen Wasserfall hinbauen. Dann passiert Folgendes. Das Spiel denkt jetzt, aus irgendeinem Grund, dass hier überall, wo wir jetzt Land weggenommen haben, Wasser ist. Wasser war und das jetzt freigesetzt wird. Und das schauen wir uns jetzt an. Denn dieses ganze Wasser muss natürlich hier abfließen. Wir werden es hier ganz langsam sehen, wie es hier den Wasserstand runterspült. Und wir sehen aber vor allem hier, wie extrem viel Wasser auf einmal runterfließt. Und nur, man sieht jetzt auch hier viel weiterer Strom, wirklich hier überall Fluss und nicht mehr nur kleine Pfützen. Das Ding füllt sich hier viel schneller auf und fließt über. Und dann sucht sich weiter seinen Weg. Und das kann man jetzt im Prinzip wiederholen. So oft man will. Spannenderweise bleibt der Fluss hier ziemlich weit oben jetzt vom Füllstand, der ja normalerweise, was überhaupt nicht der Fall wäre normalerweise, ne? Hier so ein kleiner Fluss auf so eine Breite, es wäre eigentlich was ganz Flaches, aber dadurch, wie wir das gemacht haben, nämlich, dass wir auf was Flaches das erst weiterlaufen lassen haben und dann auf einmal ganz viel wegnehmen, fließt da jetzt auf einmal richtig viel Wasser. Und wir sehen hier, wie sich's ziemlich gut auch weiterfüllt und verteilt. So. Und die Magie hört hier aber nicht auf. Wir können das wiederholen mit der gleichen Stelle und es wird immer wieder neue Wassermasse generiert. Wir gucken uns das an. Hier wird es gerade so ein bisschen voll gemacht. Das wird gleich, wird ein ganzer Wasserschwall kommen und das wieder den Effekt beschleunigen. Wir sehen aber, dass hier zum Beispiel der Füllstand weiter bleibt. Und zwar, alles, was es dafür braucht, ist hier noch ein bisschen eine tiefere Stelle.
Und schon denkt das Spiel, okay, hier ist richtig viel Wasser, hier ist richtig viel Fluss, weiter geht's. Aber wir haben ja immer noch, hier wollten wir schneller vorankommen. Und wir sehen, das Wasser kommt jetzt hier langsam wieder voran. Das funktioniert halbwegs gut. Was passiert wohl, wenn wir jetzt wieder alles ausgraben? Genau, das gleiche nochmal. Und das kann man auch in der Breite beliebig erweitern. Überall ist auf einmal Wasser. Und das Wasser will natürlich weg. Zack, kommt hier eine Überflutung. Und das verfolgen wir jetzt mal. Jetzt ist es eigentlich nur noch betrachten. Wir haben jetzt sogar hier sowas wie einen Wasserfall. Und so bahnt sich die ganze Masse. Ein breiter Fluss auf einmal. Sogar hier, die steile Stelle ist jetzt beflossen. Wieder Bahn. Steigt hier an. Wir sehen es sehr, sehr gut. Sehr, sehr schnell auch. Geht hier rüber, wird hier jetzt übers Ufer treten und wird die nächste Kuhle auffüllen. Und das könnt ihr jetzt im Prinzip sehr, sehr häufig wiederholen. Wenn euch vor allem daran liegt, dass sich hier sehr organische Erhöhungen und Seebreiten ergeben. Denn normalerweise, klar, viel Wasser kommt runter. Überall, wo Hindernisse sind, sammelt sich's an und dann fließt es weiter. Und so eine Breite hat der Fluss dann an der Stelle halt auch. Und wenn man damit spielen will, dann ist das die Variante, wie man das macht. Man kann hier das obere Füllen ein bisschen beschleunigen, indem man dann hier eine Ebene drunter anfängt. Denn wichtig nochmal für diesen Hack ist, dass das Wasser hier drüber ist, unter dem Bereich, den ich wegsensen will. Auch hier zur Seite geht übrigens, ne? Habt ihr vielleicht schon gesehen. Also alles, was theoretisch jetzt unter diesem Wasserspiegel wäre. Ja, wahrscheinlich ist das auch die Logik dahinter, dass jetzt hier drunter alles quasi wassergetränkt ist. Alles, was auf dem Level ist und drunter. Und wenn ich das Land wegmache, ist dann natürlich überall Wasser. So ist wahrscheinlich die Spiellogik dahinter. Und wir sehen schon, wie sich's füllt. Wir geben dem jetzt nochmal einen letzten Schwung. Und dann sehen wir, wie das hier gleich alles überflutet ist. Ich finde es auch ganz schöne Bilder. Und wir sehen jetzt hier noch, wie das Wasser hin und her wiegt. Und sobald es hier drüber übers Ufer treten wird, wird es fließen. Ne? Diese Flussbewegung mit annehmen und hier weiter fließen. Zack, da hat es umgeschaltet. Und jetzt fließt es hier. Und jetzt muss das Spiel das überall noch hinkriegen. Und zack, haben wir theoretisch eine Anbindung. So, und dann fehlt der als finaler Schritt natürlich noch, hier oben das wieder zu reparieren. Wir haben jetzt hier einen funktionierenden Fluss, der aus wenig Wasser viel macht. Das müssen wir jetzt noch wieder angleichen. Und so haben wir uns hier einen Weg durchgebahnt. Wir können den Fluss hier recht frei gestalten. Wenn wir hier ein bisschen Mühe haben, den Wasserfluss groß zu halten, dann nimmt man hier einfach noch ein paar Ebenen weg, denn ihr seht, an der Stelle bleibt es dann bei viel Wasser. Das ebbt also hier nicht ab, sondern es bleibt hoch und dadurch ist hier auch mehr Zufluss. Das wird jetzt hier nach vorne fließen. Und dann hat man hier einen wunderbar funktionierenden Fluss. Wir sehen auch hier, der Zugang ist richtig breit geworden, weil wir eben ganz viele Wassermassen runterschießen lassen haben. Ansonsten wäre das ein kleines Pfützlein geblieben. Und nicht nur das, sondern man hätte hier viele Lücken gehabt. Das könnte man jetzt sicherlich noch halbwegs reparieren.
Aber das soll nicht mehr mein Thema sein. Ich danke euch fürs Einschalten. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen das Wassertool hier zeigen und wie man damit kleine Späße veranstalten kann. Und würde mich freuen, euch wieder hier zu sehen. Macht's gut, bis bald.